In diesem Video geht es um Anne Frank. Letztens habe ich auf Facebook einen Eintrag gelesen, in dem einige, wahrscheinlich Jugendliche, auf übelste Weise darüber gelästert haben, dass sie das Tagebuch der Anne Frank im Deutschunterricht lesen sollen. Sie haben auch gefragt, wer das überhaupt sein soll und dass die viel lieber die Bohlen-Biografie lesen würden. Aber warum haben diese Kinder das noch nicht im Geschichtsunterricht behandelt? Und warum haben die Lehrer nicht erklärt, wer sie ist? Darum erkläre ich das jetzt. Anne Frank war ein deutsches Mädchen und gleichzeitig Jüdin. Dieses Zeichen mussten die Juden eine Zeit lang tragen, während des Nationalsozialismus. Und ihre Familie, die floh aus Deutschland in die Niederlande, um dem Nationalsozialismus zu entkommen. Anne Frank schrieb regelmäßig in ihr Tagebuch. Auch das, was später geschah, als sie sich vor den Nazis versteckten. Die Nazis haben nämlich angefangen, Juden zu deportieren, und zwar auch aus Amsterdam weg, in alle möglichen Konzentrationslager. Also versteckten sie sich hier in diesem Hinterhaus eines dreistöckigen Gebäudes. In dieses Hinterhaus konnte man nur durch einen Zugang in dem dreistöckigen Gebäude kommen. Der Durchgang war von einem Bücherregal verdeckt. In dem Versteck wohnte nicht nur die Familie Frank, also Anne, ihre Schwester Margot, die Mutter Edith und der Vater Otto. Sondern auch noch eine zweite Familie. Die Familie van Pelz lebte auch mit in dem geheimen Versteck. Die bestand aus dem Sohn Peter und seinen Eltern, die Mutter Auguste und der Vater Hermann. Anfangs mochte die Anne den Peter eigentlich nicht so. Aber dann hat sie sich doch ein bisschen in ihn verguckt. Na gut, die waren auch die meiste Zeit zusammen dort oben und konnten nicht viel tun. Und ja. Da hat Anne halt weiterhin ihr Tagebuch geschrieben und eines Tages sind die beiden sich halt näher gekommen und haben sich sogar mal geknutscht. Eines Nachts wurden die beiden Familien, also die Van Pelzes und die Franks, von einem bis heute Unbekannten verraten, der die Nazis
anrief und halt denen sagte, dass die sich in diesem Hinterhäuschen versteckt hätten. Die Nazis kamen dann auch, die fanden das Versteck hinter dem Bücherregal und ja, dann nahmen die halt die beiden Familien gefangen und brachten sie halt dann weg. Und zwar brachten die sie in das KZ, Konzentrationslager. Bergen. Belsen. Das war kein Massenvernichtungslager wie Auschwitz, aber das war trotzdem nicht so gut für die Familien, denn Bergen-Belsen war ein Arbeitslager. Dort bekam die Familie den Kopf geschoren und ja, die haben halt täglich schuften müssen. Ihre eigenen, also was alles, was ihnen gehörte, wurde abgenommen. Auch die Kleidung, die haben dann halt spezielle Uniformen, ja, sowas in der Art Gefangenenuniformen bekommen zum Anziehen. Anfang März 1945 starb Anne dann im KZ und naja, sie starb einen Tag nach ihrer Schwester. Der einzige Überlebende der Familie war der Vater. Der veröffentlichte dann später das Buch. Und das war es eigentlich auch schon für Anne Frank. Dieses Tagebuch der Anne Frank ist heute eines der bedeutendsten Werke der Kriegszeit, der Judenverfolgung. Das zeigt, wie schlimm, dass die Zeit damals war. Und darum sollte sich niemand beschweren, wenn er dieses Buch lesen muss. Es ist ein wichtiges Buch. Ich wäre froh gewesen, wenn ich es hätte lesen dürfen, denn Anne Frank war schon immer ein Idol von mir. Ich hoffe, ich habe euch zeigen können, wie cool Anne Frank ist und dass das Buch kein Scheiß ist und tausendmal besser als die Biografie eines Herrn Dieter Bohlen.